Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei The Search. Wir betreten die Maglev und ich vermute mal, dass das jetzt hier ins nächste Gebiet geht. Aber wir werden sehen. Central Production B. Ja, wir sind tatsächlich irgendwo anders. Können wir wieder zurückgehen? The next Maglev Station. Geht das einfach wieder zurück? Ich will das kurz ausprobieren, ob das einfach wirklich nur... Ob das einfach wieder... Ja, das geht wieder ins selbe Gebiet zurück. Okay, wir können hier nach Lust und Laune hin und her gehen. Das heißt, dass wir sind... wir sind nicht gelockt auf irgendwas. Vielleicht gibt es dann später... Können wir dann die Maglev verwenden, um noch in die anderen Gebiete zu gehen. Könnte ich mir vorstellen. So, Jonah saw the world deteriorate before his eyes. Not just the social economic problems, the divide between the haves and the have-nots. No, it was bigger. Crops were failing, sea levels rising, droughts, floods, storms. Our world was dying. Project Resolve was designed not as a band-aid, but as a cure. With every launch, the integrity of our atmosphere is being strained. With every rocket's payload, world is being reseeded for future generations. Jonah used his considerable influence to bring together world leaders and corporations to create the Kyoto Accord. No longer could the environmental changes be ignored. Many even deemed it too late. But Jonah had an idea, and using his company's extensive resources, he'd already prototyped what would become Project Resolve. And that's why you're here, to make a difference. That's why Creo's here. That's why we're all here, to make a dream reality. Not just for us, but for our children. And for our children's children. Ja, ich weiß nicht, ob das für euch spannend ist, diesen Dialogen zuzuhören. Ich find's ganz interessant. But I just had the incredible honor of meeting Jonah Gutenberg, founder of Creo. That was an amazing experience. I mean, you already know that Creo is not just another company. Our founder, Jonah Gutenberg, has a vision of a better world. We've all seen what has happened during our lifetime. Ich glaube, das ist nochmal eine Wiederholung. You are here. Operations ist da unten. Ich denke, wir gucken uns einfach mal so ein bisschen um hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist, wenn ich den Dingen zuhöre, aber ich find's ganz cool. Von dem her, wenn euch das einfach nicht interessiert, dann überspringt doch einfach die Section auf YouTube. Ich denke, dafür ist der Skip-Button da, wenn ich irgendwas Langweiliges tue, das euch nicht interessiert. Einfach überspringen, weil es gibt bestimmt auch Leute, die es dann im Endeffekt interessiert. Drone Registration. Okay. Connection failure. Rerouting. Manual link established. Companion drone. Main production. Worker number. Database error. Let me show you around. Now, how may I help you? Let me show you around. Around. Got his crew loose, huh? Where is operations? Where is everybody? Machen wir das mal. So, where is everybody? Unable to initiate link to CreoNet. No data available. Okay. Seems you've got a screw loose somewhere. Ist eine Schraube locker. Error. No loose screws found. Was ist operations? Fabulous. Then where's operations? Information unavailable.
Okay, wirklich eine große Hilfe ist die Drohne nicht. Ja, mach das Ding auf. Companion Drone acquired. You can use your companion drone to perform unique combat actions. Look for new models to expand its arsenal. A drone module acquired. Focused infra blaster. Your drone has fire and energy as projected at the enemy, dealing light damage. Can still be used without energy. Okay. Ach, hier Drohnenmodule. Drone Mocus Focused Infra Blaster. Wie kann ich das einsetzen? Gucken wir doch mal kurz in die Steuerung rein. Controls, steht da irgendwas von Drone? Use Injectable Dodge, Sprint, Indirect Finishing Move, Drone Attack. Y. Not enough energy. Okay. Spannende Geschichte. Dann gehen wir erstmal nach zum Operations. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, welche Waffe ich lieber mag. Ich werde jetzt einfach mit der ein bisschen spielen und dann mal gucken. Vielleicht zwischendurch mal wieder wechseln. Aber es scheint irgendwie nicht gepunished. Ich scheine nicht gepunished zu werden. Ach, da steht es ja Y bei der Drohne. Aber dafür braucht man Energie. So, was haben wir hier? New Implant acquired. Drone irgendwas. Increases the damage of drone attacks by 50%. 4 Core Consumption, das ist ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Broken Parts. Automatically salvage a key assembly. Organizer, okay, mehr Audio Logs. Was ist hier? Pax Imperator. Impact high, attack speed low, proficiency scaling high. Das Ding hört sich gar nicht schlecht an. Haben wir das vom Boss gekriegt? Ich weiß es gar nicht. Hat scheint das gleiche Moveset wie die andere schwere Waffe zu haben. Vielleicht sollten wir das bei Gelegenheit einfach mal aufwerten. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gefunden habe. Gucken wir mal hier. Ich hoffe, wir kriegen bald einen Checkpoint. Welcome. This unit is currently running on emergency power. Services are limited at the moment. We apologize for any inconvenience. Okay, das geht nicht. Das geht auch nicht. Aber die Medbay geht. Die Medbay geht. Das ist. Wir können hier nicht wirklich was tun. Eigentlich wollte ich die Waffe upgraden, aber das geht hier nur bei der Gear Assembly. Ja, das müssen wir dann wohl erst freischalten. Gibt's hier was? Ja, gibt's tatsächlich. Okay, wir haben, glaube ich, zwei Wege zur Auswahl. Einmal den da unten. Und einmal den hier. Material Depot. Ist das der nächste Boss? Wir wissen es nicht. Oh. Ein Junge. Was bist du für einer? Du hast eine ziemliche krasse Waffe. Boah, und wir machen fast keinen Schaden. Finish him! Der hält auch, der macht auch ordentlich Damage. Haben wir eine neue Waffe gekriegt? Nein, einfach nur Broken Parts. Wrecked Rhino Arm Gear. Ich wollte eigentlich die Waffe abschlagen. Aber es war mir nicht so vergönnt. Wir heilen uns mal ein bisschen. Okay, das wird hier auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller. Hier, Elevator Control. Auch gebrochen.
Teilweise habe ich das Gefühl, ich merke nicht, wenn wir irgendwie was Neues freigeschalten haben. Da ist wieder eine Konsole, die wir übersteuern können. Das war doch hier. Machen wir erstmal das hier. Was war das? Use your power core to overcharge the circuit. Warum auch nicht? Gucken wir mal, was das bringt. Das Ding geht immer noch nicht. Was das gemacht hat, das wissen wir jetzt aktuell nicht so wirklich. Da ist nochmal einer von den. Press Y while facing an enemy to attack it with your drone. Ja, dafür braucht man aber. Okay. Wirklich viel Schaden scheint er nicht zu machen, aber. Gib ihm! Und finish! Was? Weapon Proficiency increased. Level 9. Gute Sache. Hier ist nichts drin. Was haben wir sonst noch? Okay, da geht's runter. Was steht da? Some drone modules require energy to be used. Ich sehe. Nicht auf den Arm. Rechter Arm doch, das ist der, der die Waffe hat. Und finish him. Ich hoffe, wir kriegen was dafür. Ein Rektor. Ah, wir haben dreimal Tungsten Alloy 3. Okay, das ist wieder einer der schnellen. Da muss ich mich ordentlich heilen. Oh. Das sind die gefährlichen, die ganz schnellen. Die habe ich noch nicht wirklich drin. General Gameplay. Activating your drone when you are not locked on to an enemy will charge your current drone module. If you have enough energy, activating a charge drone module marked with will... Irgendwas. Verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade nicht. Audiolog. Minutes, hours, days. This place is falling apart. I'm falling apart. I was told it wouldn't hurt, that the whole thing would be over in just a couple of minutes. But the pain when it started. I was awake. It cut through my flesh, pierced into my bones. I can still hear the machines. Tut mir leid. Ah, ich muss mich gerade konzentrieren. Wir haben eine neue Waffe gekriegt. Schauen wir mal, was das ist. Impact very low. Das ist ein Twin Rig Dings. Attack Speed high. Ich meine, wir könnten das mal aufwerten probieren. Das Ding ist aber nur, ist nicht mal MK1. Ich denke, wir bleiben erstmal bei der Waffe, die wir momentan haben. Tech Scraps 1000. Nice, gute Sache. Tut mir leid, ich konnte jetzt das Audiolog. Ich konnte mich da nicht wirklich auf das Audiolog konzentrieren, weil ich gerade gegen den Gegner kämpfen musste. Wir gehen hier hoch. Wo kommen wir raus? Das ist ein Gegner, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, natürlich ist es ein Gegner. Okay. Was zur Hölle bist du für ein Vieh? Holy shit! Okay, das Ding kann man nicht so wirklich stunnen. Das ist gut zu wissen. Deswegen hat es mich dann auch direkt erwischt. Mist. Okay, wir holen uns die Scraps aber auf jeden Fall. Wir versuchen die auf jeden Fall zurückzuholen. Ach, wir haben jetzt hier Zugriff. Können wir dann unsere Waffe upgraden? Das Ding hier.
Ah, wir haben nur 6 Alloys. Es reicht noch nicht. Es reicht nicht. Was haben wir hier? New Messages? She said I should get to the executive level, that it's safe there. Security forces have it locked down, but it's the getting there that's the problem. She said things will soon be under control, and they've asked for external aid. It tells you how serious things have gotten if they've called for outside help. But you know what? It's fine. If they've got everything under control, I'm just gonna sit here and wait for them. It's terrifying enough listening to the noises, let alone being out there. I'm safe here. Schön. Have a nice day, Warren. Immerhin ist jemand safe. Wir sind's nicht. Wir sind's definitiv nicht. Ich habe schon wieder die Drone Registration. Ach Mist, das war ein Aufzug. Den ich gerade verpasst habe. Wir haben 2 Minuten Zeit, um unser Scrap zu kriegen. Können wir bitte... Ah, ich muss ein paar Gegner töten. Ansonsten reicht das zeitlich nicht. Okay, die Typen da oben, die sind ziemlich böse. Sind wir hier durchgegangen? Ich weiß es nicht mehr. Drone Registration. Was? Nee, das ist ja komplett falsch. Was zur Hölle? Wir sind ja komplett falsch. Wo bin ich denn da wieder durchgerannt? Hä? Ist mein Orientierungssinn wieder so beschissen? Ich weiß es nicht. Sind wir runtergegangen? Nein, sind wir nicht. Ach, das ist einfach die falsche Richtung, ne? Hierdurch bin ich gegangen, ne? Gib ihm! Einer weniger. Und unsere Zeit ist immer noch 1 Minute. Shit. Vielleicht wird die Zeit nur erhöht, wenn wir Finishing Moves machen. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Immer nur noch 1 Minute. Ich weiß, dass ich hier nach unten gegangen bin. Dann hier nach hinten gerannt bin. Nein. Ziemlich fieser Bösewicht. Und hier oben müsste unser Zeug sein. So, machen wir das mal kurz. Und dann verpieseln wir uns aber wieder nach unten. Weil das ist mir momentan einfach noch ein bisschen zu hart. Ich muss erstmal mit den Gegnern hier unten fertig werden. Finish him! Oh. Okay, das war knapp. Da kommt direkt der nächste. Holy shit! Der hat mich wieder vollkommen zermalmt. Okay, der Spieler hat von Mission zu Mission, das wird einiges schwieriger. So wie es aussieht. Aber hey, wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Hoffe ich. Habe ich nicht wieder geradeaus rennen. Hier durch. 2 Minuten Zeit. Okay. 2-mal, dann ist er gestunt. Lockdown in effect. So, gib ihm. Und finish him. Reno Body Schematic Gear Unlocked. Das müssen wir uns dann auch gucken. Wenn wir das nächste Mal da bei der Upgrade-Maschine sind. Gehen wir auf den linken Arm.
Warum hat das mich wieder getroffen? Eigentlich wollte ich gar nicht so oft angreifen. Oh, heilige Scheiße. Okay, wir kriegen hier aber zumindest Mark 2 Zeug. Das heißt, ich denke, es wird einfacher werden, wenn wir unsere Sachen ordentlich equippen. 1,50 haben wir noch. Und erstmal will ich die Waffen wieder up to date bringen. Deswegen gehe ich auf den Waffenarm. Und hoffe, dass wir hier ordentlich was an Drops kriegen. Ich weiß noch nicht genau. Ach, komm schon. What? Ah, da gehen all die. Da gehen all die Scraps dahin. Ich habe den viel zu spät gesehen. Unglücklich. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ja, aber wir müssen lernen, wir müssen die Gegner hier erstmal ein bisschen lernen. Da hat er mich schon wieder erwischt. Elende Drecksau. Rhino Headgear Schematik. Okay, wir müssen gucken, dass wir alles von ihnen mindestens einmal abhacken. So. Da hat er mich wieder erwischt. Sie sind nicht ohne. Haben verschiedene Moves. Ich treffe ihn halt auch nicht, ne? Heilen wir uns direkt nochmal. Warum viel zu viele Heilungen dafür? Oh. Warum ist der plötzlich so schwierig? War doch vorhin nicht. Drohne, du hast nicht wirklich viel gebracht. Leider. Wir brauchen so viele Heilungen gerade. Das ist nicht mehr feierlich. Okay, wir haben wieder zumindest ein bisschen was an Scrap zurück. Ach, Wahnsinn. What? Ich muss nur ordentliche Heilung nehmen, ansonsten laufen wir wieder Gefahr, hier zu sterben. Und Finish! Das war gut. Ein Wrecked Rhino Body hier. Okay, wir machen hier erstmal alle platt. Damit wir uns in aller Ruhe umsehen können. Okay, das ist einer schnell. Halten nicht so viel aus. Aber man kriegt halt einfach kaum Gelegenheit, wirklich sicher anzugreifen. Da ist nochmal so einer. Kann die Drohne ein bisschen was machen. Einer weniger. Aber die Typen sind echt fies. Was haben wir hier? Och, boah, what? Holy shit. Den habe ich da nicht erwartet. Fieses Enemy Placement finde ich aber gut. Soll ja nicht einfach sein. Auf den Kopf. Auf den Kopf ist immer gut. Hab ich dich. Du Pisser. So, gibt's hier sonst was? Dann würde ich sagen, übersteuern wir das mal. Und öffnen die Tür. Okay.
Ah, das ist ein NPC. Come on, say something. I appreciate it, really. Thought I was gonna starve in here. Don't know how much longer I would have lasted. Wer bist du? So tell me, what's your story? Name's Davey, man. I work on the Shell production line. Ran in here when those freaks started showing up. Didn't realize for hours the door was busted and I was stuck. Don't even know how long I've been in here. Was passiert hier? You know what's going on around here? You mean all this crap? No idea, man. Way above my pay grade. Something hit the system hard, that's for sure. Melted my damn neural link. It was like I was tripping and in someone else's head. Thoughts, memories, just not my own. Some weird shit going down. That's all I know. Ja, das können wir sehen. Wirklich viel. Well, suit yourself. Wirklich viel Sinnvolles haben wir hier aber nicht gekriegt. Schön, dass wir ihm helfen konnten. Wir helfen natürlich immer gerne Leuten, die in dringender Not sind. So, dann machen wir Tango and den Body. Okay. Wir machen kaum Schaden. Und das, obwohl wir eine relativ gute Waffe haben. So, gib ihm. Und finish. Hat uns das wieder Leben zurückgebracht? Habe ich dieses, ich muss gerade mal gucken. Habe ich dieses, Implantat drin? Ich glaube nicht. Vielleicht sollten wir das hier mal irgendwann austauschen. Und zwar gegen, okay, wir haben nicht wirklich viel genügend Cores aktuell. Don't believe it. Hey, you! Over here! Please, my rig's out of juice. I'm a fucking statue here. Can't move a thing. Can you power it up? Jumpstart me? Würde ich gern tun, aber ich weiß nicht, wie wir da hochkommen, mein lieber. Conveyor Hub. Okay, das ist wieder einer der Schnellen. Hält nicht viel aus, aber sehr, sehr, sehr schnell. Muss man höllisch aufpassen bei denen. So, da haben wir was, das sieht auch nach irgendwas Speziellem aus. Oh, 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 oh. Holy shit. Ja, das ist was Spezielles. Beruhig dich mal wieder, Junge. So schlimm ist es doch nicht. Autsch. Ah. Der Typ war hart. Der war echt hart. Was ist das für eine Maschine? Ist das ein... Können wir Laser schießen hier? Nee, wir natürlich nicht. Aber ich glaube, er konnte das. Noch einer. Wir haben nicht mehr wirklich... Ja, wir haben noch ein bisschen. Da noch ein zweiter. Um die Ecke ist nichts. Dann würde ich sagen, geben wir ihm. Das war gut. Das war ganz gut. Okay, was haben wir hier? Omni Audit New Implantat. New Implantat. Displays Health Bar and Stability Bar of Enemies. Power Consumption 0. Warum sollten wir nicht das hier verwenden? Probieren Sie mal. Hört sich gut an. Das scheint tatsächlich ein gutes Upgrade gewesen zu sein. Aber hier geht's auch wieder weiter. Drin ist nochmal einer. Wir gehen immer tiefer in die Scheiße rein. Wenn ich hier sterbe, kommen wir nicht wieder an unser Zeug. Das ist ein bisschen das Problem.
Channel Gameplay, Piles of Scrap Metal. Wir sollten den Typen... Haben wir den Arm visiert? Der ist auch speziell. Puh. Ich komme echt noch nicht so wirklich klar hier mit dem Spiel. Die Gegner sind... Ich kann die Gegner echt nur schwer unterscheiden. Okay, das ist... Oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist einer der normalen. Bei den Pullen. Wir können den Pullen. Nice, gut gemacht, Drohne. Dafür scheinen die Drohnen ganz gut zu sein. Konnte ich im letzten Moment noch eine Heilung durchkriegen. Drohne, hau nochmal rein. Viel Schaden macht sie nicht. Aber wir können den Gegner pullen. Die Stabilität ist im Arsch. Hätten wir dich. Da oben steht nochmal einer. Wir haben 3000 Scrap. Wollen wir das tatsächlich riskieren? Wenn ich hier runterspringen. Ich hätte gerne sowas wie einen Heimatknochen von Dark Souls. Das wäre nice. Okay, da kommt er. Auf den Kopf. Auf den Kopf ist immer gut. Wir müssen nochmal heilen, aber es lief einigermaßen. Ich weiß nicht genau, was wir mit diesen Laserdingern machen können. Nicht sonderlich viel, so wie es aussieht. Wo zur verdammten Hölle sind wir hier? Oh, 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 nein, 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 nein. Das ist ein Bösewicht. Ja. Nämlich Block with LB and R up to the weight. Oh, 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 shit, 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 shit. Wir nehmen hier die Beine in die Hand und nix wie raus hier erstmal. Hier rein kommen wir auch nicht. Wir müssen ein bisschen Backtracking machen. Ich muss irgendwie einen Überblick über die Situation gewinnen. Einmal Tungsnalo Mark 1. Ich glaube nicht, dass wir das noch großartig brauchen. Das ist ja, das ist der. Der möchte ich eigentlich ganz gerne helfen. Die Frage ist, wie wir da hinkommen. 75. Wow. Also es gibt noch einige Orte, glaube ich, wo man dann zurückkommen muss. Weil es, ich glaube nicht, dass wir das hier 75 kommen. Irgendwas Mark 2 Zeug, das könnte hilfreich sein. Ich meine, bis wir Level 75 sind, das dauert noch eine Weile. Okay, wisst ihr was? Wir gehen hier mal zurück und dann gucken wir mal, ob wir den Typen da irgendwie nachher befreien können. Vielleicht können wir uns irgendwie strategisch runterfahren lassen, weil ich habe nicht wirklich viele Heilungen mehr. Und ich würde echt ganz gerne mal gucken, ob wir unsere Sachen ein bisschen upgraden können. Das ist die Waffe, die wir momentan verwenden. Impact Height, Explode, Proficiency Scaling. Das ist da High Energy in 70%. Das hier scheint aber flat out besser zu sein. Deswegen würde ich sagen, wir upgraden das mal. Als nächstes brauchen wir Tungsten Alloy Mark 3. Dann würde ich sagen, upgraden wir das Ding hier ebenfalls noch. Ne, dafür brauchen wir mehr Scrap. Was wir nicht haben. Was ist das hier, Rick? Da fehlen uns die Scraps. Kann man das irgendwie vergleichen mit dem, was man hat? Mark 1. Cortical Processor Mark 1. Ich denke, wir craften das Ding einfach mal. Rhino Headgear.
mehr Defense, mehr Stabilität. Braucht aber wesentlich mehr Power Consumption, deswegen können wir uns das gar nicht leisten. Damage Armored. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich viel besser ist. Können wir noch irgendwie ein Upgrade machen? Nicht wirklich. Aber wir haben zumindest den Damage. Well, I'm so glad to see you, man. I ain't feeling right. Not right at all. Davey. I need my meds bad. It's been hours, man. I can't make it without them. Was für Medizin brauchst du? What meds do you need? It's an implant. Call Modaxinol. I will die without it, man. Last time I went out, well, you know what happened. Seriously, I'm in bad shape. Wir gucken mal, ob wir dir was finden können. I'll try to find it for you. You don't know how much I'd appreciate that. Seriously, thanks. I know it's asking a lot. I mean, who wants to go out there, right? But please, I don't want to get sick. Ja, das verstehe ich total. Have to go. Hey, don't forget about me, okay? Ja. Wir versuchen dir da was zu bringen, aber meine Lieben, für diese Episode war es das erstmal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.